Endlich ist der Knoten geplatzt. Mit einem furiosen 5:1 Heimerfolg über Rosenheim belohnte sich der SC Eltersdorf in den weiß-grünen Trikots zuletzt mit dem ersten Saisonsieg. Mit dementsprechend viel Selbstvertrauen wollte der Aufsteiger auch dem großen Favoriten aus Bayreuth ein Bein stellen. Alle drei Pflichtspielduelle bisher gingen klar an die Spielvereinigung, die vor etwas mehr als 800 Zuschauern auch den besseren Start in dieses Match erwischte. In der 9. Minute bedient Alexander Nollenberger Markus Ziereis, aber dessen Kopfball wird gerade noch auf der Linie geklärt. Ansonsten neutralisierten sich beide Teams in der Anfangsphase, wobei Eltersdorf durchaus mutig auftrat und in der 24. Minute in Führung ging. Julian Konrad mit der Hereingabe, Tim Sulmer lässt geschickt durch und Robin Renner parkt den Ball genau neben dem Pfosten zur 1:0 Führung. Die Hausherren taten sich allgemein schwer gegen die forschen Mittelfranken. Einzig Nollenberger kam immer wieder mal durch, hatte aber das Visier noch nicht richtig eingestellt. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bayreuth weiter den Druck, doch für Nollenberger gab es nach wie vor kein Durchkommen, wie hier gegen den stark reagierenden Keeper Tugay Akbakla. Und beinahe hätte Eltersdorf die Führung dann sogar ausgebaut, der Winkel für Sulmer wird allerdings etwas zu spitz. Das eine absolute Schlüsselszene, denn statt 2:0 stand es quasi im direkten Gegenzug 1:1. Akbakla verschätzt sich bei dieser Freistoßflanke, Stefan Maderer schraubt sich hoch und nickt ein zum Ausgleich in der 56. Minute. Der 24-Jährige hat damit in den vergangenen 4 Ligaspielen immer getroffen. Kurz darauf folgte dann direkt Schlüsselszene Nummer 2. Eltersdorf fordert vergeblich einen Handelfmeter und der Bayreuther Befreiungsschlag leitet den Konter ein. Adit Topalay bringt da Ziereis als letzter Mann zu Fall. Klare Sache, rot wegen Notbremse und Elfmeter für die Spielvereinigung. Der Gefaulte tritt entgegen aller Gesetze selbst an und drischt das Ding humorlos unter die Latte zum 2:1 nach exakt einer Stunde Spielzeit. Und wiederum 4 Minuten später dann die Vorentscheidung. Nach der Flanke von Tim Danhof ist erneut Ziereis zur Stelle und schnürt den Doppelpack. Innerhalb von 8 Minuten machen die Oberfranken aus einem 0:1 ein 3:1 und bringen diesen Vorsprung bis auf wenige Ausnahmen auch relativ souverän über die Zeit. Eltersdorf forderte hier in der Schlussphase noch einen Elfmeter, eine Einschätzung aus dieser Perspektive aber schwierig. Unabhängig davon, der Bayreuther Sieg ein ganz hartes Stück Arbeit. Erste Halbzeit sind wir heute sehr, sehr schwer ins Spiel gekommen, ja, haben aber dann trotzdem unser Spiel weiter versucht, vor allem in der zweiten Halbzeit durchzudrücken. Und das hat die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit wirklich in Ruhe, souverän gemacht und am Schluss dann auch verdient 3:1 gewonnen. Damit rückt Bayreuth vor dem Auswärtsmatch in Eichstätt am Samstag bis auf einen Punkt an Spitzenreiter FC Bayern 2 heran. Dem SC Eltersdorf bleibt dagegen wieder mal nur viel Lob, aber keine Punkte. David gegen Goliath, Dorfverein gegen Weltklub. Die Rollen könnten wohl nicht klarer verteilt sein in diesem Duell zwischen dem seit dem ersten Spieltag sieglosen SV Schalding-Heining im gewohnten Grün-Weiß und dem derzeit famos aufspielenden FC Bayern München 2. 27 Tore in 7 Spielen, Gerd Müller hätte sicher seine Freude gehabt am aktuellen Bayern-Nachwuchs. Vor Spielbeginn gab es eine Gedenkminute für den am vergangenen Sonntag verstorbenen Bomber der Nation. Nun aber hinein ins Match, in dem natürlich der souveräne Spitzenreiter sofort das Kommando übernahm und die ersten Akzente setzte. Nemanja Motika bei seiner Rückkehr in die Startelf mit der ersten Prüfung für Schaldingskeeper Simon Busch. Doch auch die Gastgeber versteckten sich nicht und kamen nach etwas mehr als 10 Minuten zu ihrer ersten Chance. Martin Tiefenbrunner zieht da mit seinem schwächeren linken Fuß einfach mal ab und Lukas Schneller muss sich da mächtig strecken. Überhaupt der SVS top eingestellt von seinem Coach Stefan Köck, dessen Truppe trotz der mageren Bilanz von nur einem Unentschieden und einem Sieg in den bislang 12 Vergleichen vor dem scheinbar übermächtigen Gegner nicht in Ehrfurcht erstarrte. Ansonsten die Bayern natürlich spielbestimmend und vor allem durch den agilen Motika immer wieder gefährlich, aber bei weitem nicht so druckvoll und zielstrebig wie noch beim jüngsten 6:1 Kantersieg gegen Pipinsried. Und dennoch ging der haushohe Favorit doch noch mit einer Führung in die Pause. In der 44. Minute steigt Christopher Scott nach Flanke von Startelf-Debütant David Herold höher als der schlecht postierte Alex Mankowski und köpft ein zum 1:0. Das Ganze zwar verdient, der Zeitpunkt aber schon extrem bitter für die bis dato teilweise sogar fast ebenbürtigen Hausherren.
Die ließen sich vor 1250 Zuschauern am ausverkauften Reutinger Weg aber vom Rückstand nicht beeindrucken und machten den Bayern das Leben auch nach dem Seitenwechsel weiter schwer. Zudem setzten sie vorne immer wieder Nadelstiche, wie hier durch Fabian Schnabel oder kurz darauf den in der Halbzeit eingewechselten Simon Griesbeck, der auf der rechten Seite viel Schwung in die Partie brachte. Und tatsächlich wurde das mutige Spiel der Heimelf belohnt. In der 72. Minute fällt die unfreiwillige Kopfballvorlage von Mankowski Markus Gallmeier vor die Füße und der Kapitän netzt mit seinem ersten Saisontreffer ein zum mittlerweile hochverdienten 1:1 Ausgleich. Die Bayern durchaus etwas beeindruckt von der Schaldinger Gegenwehr und brachten ihrerseits nichts wirklich Zwingendes mehr zustande. Die Gastgeber verteidigten ihr Gehäuse mit Mann und Maus und hatten dann tatsächlich noch einen Pfeil im Köcher. Marco Pledel, übrigens der Bruder von Düsseldorf-Profi Thomas, wuselt sich da auf rechts durch und seine Flanke findet Alex Mankowski. In der 90. Minute dreht Schalding das Match und das ganze Dorf rastet komplett aus. Der SVS schlägt den großen FC Bayern 2 in einem irren Spiel mit 2:1. Der Sieg natürlich schon glücklich, irgendwie aber auch gar nicht so unverdient. Ich denke, wir sollten einfach weitermachen, wie wir in der ersten Halbzeit angefangen haben. Weiter defensiv so kompakt stehen und weiter uns in die Zweikämpfe reinhauen. Und immer wieder für offensive Entlastung sorgen. Und ja, ich glaube, die offensive Entlastung ist uns in der zweiten Halbzeit noch besser gelungen. Haben uns mehr zugetraut noch am Ball, sicherer am Ball geblieben. Der FC Bayern 2 kassiert also ausgerechnet beim so formschwachen SV Schalding und vor dem Topspiel gegen die wiedererstarkte Spielvereinigung Unterhaching seine erste Saisonniederlage. Der SVS beweist dagegen einmal mehr seine Stehaufqualitäten und zeigt, dass man die Niederbayern zu keinem Zeitpunkt abschreiben darf. Nach dem guten Saisonstart folgte zuletzt ein Einbruch für den wie gewohnt in Gelb und Blau auflaufenden FC Pipinsried. 3 Ligapleiten in Folge, zuletzt sogar ein 1:6-Debakel bei den Bayern. Ob allerdings gegen den formstarken FV Illertissen, der zuletzt eben jenen Bayern an 1:1 abtrotzte, der Turnaround gelingt? Fraglich. Und noch fraglicher das Ganze nach 7 Minuten, denn da springt Torjäger Semir Tilalovic nach einer Flanke von rechts in der Mitte höher als sein Bewacher und köpft ein zum 0:1. Optimaler Start für Illertissen durch den 6. Saisontreffer von Tilalovic. Auch in der Folge die Gäste mit der deutlich reiferen Spielanlage. Lukas Rietzler wird da schön freigespielt, allerdings der Winkel etwas spitz. Torwart Alexander Aiban verhindert das 0:2. Von den Gastgebern kam nach vorne so gut wie nichts, belegt dieser Schuss von Goalgetter Pablo Piegel aus der 23. Minute. Illertissen musste sich hier eigentlich nur den Vorwurf gefallen lassen, dass sie nicht schon höher führten. Markus Wegmann mit der nächsten Chance. Und dann ein weiterer böser Rückschlag für den FCP. Der bereits verwarnte Piegel muss nach seinem zweiten Foul nach 36 Minuten frühzeitig unter die Dusche. Angesichts des bisherigen Auftritts und der Unterzahl dürfte das für die Hausherren ein weiter Weg zu einem Comeback in Durchgang 2 sein. Und der wurde gleich nach Wiederanpfiff noch viel weiter, denn in der 48. Minute geht's ruckzuck nach vorne bei den Gästen. Optimal gespielt auf Yannick Lessing und der mit dem 0:2, das seit 4 Partien ungeschlagene Illertissen auf bestem Weg, diese Serie auszubauen. Zumal sie 8 Minuten später nochmal seinen draufsetzen konnten. Kai Luibrand zieht dann nach einem Abpraller sofort ab und erzielt das 0:3, wohl die Vorentscheidung in dieser Partie. Erst jetzt durften dann auch die Gastgeber mal. Der Schuss von Faton Cimaili geht allerdings knapp drüber. Und in der 66. Minute durfte dann erstmals der Hausherrenanhang jubeln. In einer Ecke köpft Peter Cinari ein zum 1:3. Hoffnungsschimmer oder doch nur Ergebniskosmetik? Letztlich konnten die Gastgeber, zur Erinnerung, seit der 36. Minute in Unterzahl keinen Punch mehr setzen. Stattdessen haut Live Esteves Fernandes in der Nachspielzeit endgültig den Deckel drauf. Verdienter Auswärtssieg für Illertissen. Letztlich hat man dann eigentlich schon ein Stück weit auch Spielkontrolle. Wir haben gute Aktionen nach vorne gehabt. Vielleicht sind auch nicht die zwingenden Torschancen. Natürlich, der Platzverweis bringt uns natürlich schon ein Stück weit dann aus dem Konzept, ja, und spielt denen natürlich in die Karten. Wir haben schon nochmal alles versucht, auch zweite Halbzeit gesagt, wenn es 0:1 steht, vielleicht haben wir immer eine Möglichkeit über den Standard. Wir haben es dann gehabt, aber da war es dann schon 3:0 gestanden. Wir wussten auch schon im Vorfeld, dass Pipinsried nach 3 Niederlagen in Folge hier heute zu Hause was reisen möchte.
Umso mehr war es für uns natürlich auch wichtig, dass wir das frühe Tor machen und dann auch wussten, dass die Mannschaft verunsichert ist. Und diese Verunsicherung hat man natürlich auch über das ganze Spiel hin gemerkt. Der Abwärtstrend des FC Pippinsried geht also weiter, der zudem im nächsten Spiel auf Torjäger Piegel verzichten muss. Illertissen dagegen schwimmt weiter auf der Welle des Erfolgs. Schon langsam wäre es mal Zeit für einen Sieg. Das Kleeblatt ist eine von nur zwei Mannschaften, die immer noch auf einen Dreier in dieser Saison wartet. Allerdings ist der TSV Hauptstadt ganz in Schwarz aktuell ein undankbarer Kontrahent. Mit 7 Zählern aus 3 Spielen und dabei 9 Toren sind die Unterfranken mit etwas Verzögerung angekommen in dieser Spielzeit. Und auch der Start in diese Partie gehörte dem TSV. Timo Pitter mit dem ersten Abschluss, da fehlte wahrlich nicht viel. Das Leder streift noch die Querlatte. Allerdings bissen sich auch die Gastgeber nach und nach rein. In der 16. Minute kommt Devin Angleberger im 16er an die Kugel, findet dann aber seinen Meister in Julian Schneider. 2 Zeigeumdrehungen später wieder die Mittelfang. Erst versucht es Rodney Elongo-Yombo, dessen Schuss wird noch abgewehrt von Schneider. Aber im Nachfassen ist Andreas Schilowetz zur Stelle. Führung für den Tabellenvorletzten, der in dieser Phase durchaus am Drücker war. Danach versuchten die Gäste einen Weg in dieses Match zurückzufinden, waren auch optisch gefälliger, ohne allerdings wirklich große Gefahr zu verströmen. Zur Halbzeit das Kleeblatt also auf Kurs, erster Saisondreier. Auch nach dem Seitenwechsel ein ziemlich unverändertes Bild. Deshalb wechselte Hauptstadtstrainer Viktor Kleinhans nach knapp einer Stunde gleich 4-mal und siehe da, die Maßnahme war von Erfolg gekrönt. Denn in der 64. Minute fällt der Ausgleich für die Gäste. Einer der Eingewechselten, nämlich Christopher Bieber, trifft zum 1:1. Doch allzu lange währte die Freude nicht. 5 Minuten später holen sich die Kleeblätter die Führung zurück. Schilowetz erzielt seinen 2. Treffer des Abends und bewirbt sich ernsthaft um den Titel Man of the Match. Aber noch war der TSV hier nicht geschlagen. Sie drückten vehement und kamen in der 78. Minute zum vermeintlichen Ausgleich, der aber nicht zählte, sehr zum Missfallen der Gästebank. Doch aufgeschoben war nicht aufgehoben, 83. Minute, Pitter wird geschickt und vollendet zum 2:2, schon verdient aufgrund der Hauptstädter Bemühungen in der zweiten Hälfte. Und noch war die Partie nicht zu Ende. Wilder Schlagabtausch in den Schlussminuten, es ging hin und her. 88. Minute, ja du glaubst es nicht, Hauptstadt dreht die Partie durch Max Schäbak, übrigens auch einer, den Kleinhans bei diesem Vierfachwechsel gebracht hatte. In der Folge schaukelten die Gäste dann die knappe Führung über die Zeit. Ja, heute tut's besonders weh, die Niederlage, weil aus meiner Sicht, das war, die Jungs hätten jetzt einen Punkt zumindest verdient, einen Sieg verdient gehabt. Wir haben die Chancen gehabt, das Dritte zu machen und kriegen dann im Endeffekt zum ungünstigen Zeitpunkt ist 2:2. Die junge Fördermannschaft kann einem heute echt leid tun. Haben uns das Leben brutal schwer gemacht, waren sehr giftig in den Zweikämpfen, dass sie spielerisch sehr, sehr stark sind. Das war vorher bekannt, das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und bei uns war heute wirklich das große Plus die Bank. Greuther Fürth wartet also weiter auf den ersten Saisonerfolg, während Hauptstadt seinen Lauf fortsetzt. Das späte Siegtor beschert ihnen den 10. Punkt aus den letzten 4 Spielen. Wartet auf die großen Namen. Are you ready? Aber eigentlich geht's um viel mehr. Das hier ist unsere Welt. Hier hat jeder eine Chance. Denn wir sind frei. Frei, anders zu sein. Wir sehen die Möglichkeiten und verändern mehr als nur ein Spiel. Lasst uns gemeinsam die Welt verändern. Endlich wieder Fußball. Endlich wieder Tore. Und das ist doch mal. Endlich wieder Parade. Und auch der geht nicht rein. Man ist in Top-Parade. Endlich wieder Jubel. Das ist das 1:0. Endlich
wieder Fußball live auf Sport Total. Freude, Anspannung, Leidenschaft. Nach dem Schlusspfiff ist für mich erstmal Wochenende. Ein Erdinger, please. Einfach mal relaxen, einfach mal genießen. Weißbier ist Wochenende. Von der Papierform her sind die Rollen klar verteilt. Der TSV Rhein am Lech, ganz in Rot, ist nicht nur Träger der roten Laterne und die Schießbude der Liga, sondern hat aktuell auch noch große Personalprobleme. Der Tabellendritte Wacker Burghausen, zuletzt auch zweimal sieglos, davor aber mit super Vorstellungen und hier schon klarer Favorit. Und es kam dann auch schnell so, wie es aus Hausherrensicht zu befürchten war. 8. Minute, der Ball kommt zu André Leipold, der tanzt noch 2 Gegenspieler aus und zieht dann ab, die frühe Führung für die Oberbayern in dieser Partie. Das gab ihren Aktionen weitere Sicherheit. Gleich im nächsten Angriff bietet sich Robin Ungerath die hundertprozentige Chance auf das 2:0. Aber Keeper Kevin Schmidt kann den zu unplatzierten Versuch noch abwehren. Auch in der 14. Minute ist es wieder Rein Schlussmann, der zuletzt beim 0:4 in Abstand noch Bester seines Teams war, der erneut gegen Ungerath klärt. Dann jedoch die 20. Minute. Die Kugel kommt auf den Schädel von Leipold und der lässt Schmidt keine Chance. Doppelpack für Leipold und insgesamt roch das hier schon sehr früh nach Vorentscheidung. Allerdings ging Wacker in der Folge deutlich runter vom Gaspedal. Rein versuchte irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen. Offensiv gelang den Schwaben aber nicht allzu viel. Stellvertretend dieser Versuch von Marco Kosic kurz vor der Halbzeit. Nach den ersten 45 Minuten vor 400 Zuschauern im Georg-Weber-Stadion deutete hier doch sehr viel auf den 5. Saisonsieg von Burghausen und die 6. Pleite für das Schlusslicht hin. Und in der 58. Minute war es dann eigentlich besiegelt. Dennis Ade schweißt das Ding nach einem Konter rein in den rechten Winkel zum 3:0. Traumtor für Wacker, aber rein in der aktuellen Form ehrlich gesagt nicht Regionalliga-tauglich. Die Gäste hatten nun leichte Spiele und erhöhten durch den gerade eingewechselten Ryosuke Kikuchi auf 4:0. Vom Einsatz her kann man der Rainer Rumpftruppe keinen Vorwurf machen. Sie versuchten wie hier durch Laurin Bischofberger nach einem Stefan Müller Freistoß alles, aber letztlich war ihnen nicht mal der Ehrentreffer vergönnt. Burghausen siegt am Ende ungefährdet mit 4:0. Das Wichtigste ist aber, das beherzigen wir auch, die Ruhe zu bewahren. Wir haben 8, 9 Verletzte, die müssen wir schön langsam wieder ans Mannschaftstraining heranführen. Vielleicht können wir den ein oder anderen Neuzugang nochmal für uns akquirieren. Aber wichtig ist ganz einfach, dass die Jungs die Köpfe weiter hoch haben. Wir werden weiter hart trainieren und irgendwann wird sich der Erfolg dann auch definitiv einstellen. Rhein muss hoffen, dass bald möglichst einige Spieler zurückkehren, sonst wird der Rückstand auf die rettenden Ränge früh eventuell doch recht groß. Burghausen dagegen kehrt zurück in die Erfolgsspur und bleibt in der Tabelle oben dran. Seit bereits 6 Spielen sind die Buchbacher nun schon ungeschlagen. Doch heute ist mit der U23 des 1. FC Nürnberg ein Angstgegner zu Gast in der SMR Arena. Denn seit 2018 konnte der TSV kein Pflichtspiel mehr gegen den Club gewinnen. Vielleicht kann der Buchbacher Kapitän Alexandro Petrovic helfen, die Negativserie zu beenden. Er konnte gegen die Franken insgesamt schon 9 Tore erzielen. Der Start der in Rot gekleideten Hausherren war gut. Der erste Torschuss durch Thomas Winkelbauer aber eher eine leichte Prüfung für Keeper Jan Reichert. Wenig später der erste verletzungsbedingte Wechsel. Schiedsrichter Elias Wörz konnte nicht mehr weitermachen. Assistent Fabian Herle übernahm das Kommando. Mit der Unterbrechung ging der zu Beginn gute Spielfluss etwas verloren. Nürnberg mit mehr Spielanteilen gegen die beste Abwehr der Liga gab es aber kaum ein Durchkommen. Wir springen in die 49. Spielminute, sind aber aufgrund der Unterbrechung noch in der ersten Hälfte. Ecke für die Hausherren, die wird nicht gut genug geklärt. Der zweite Ball landet bei Marco Rosenzweig und der erzielt die Führung für Buchbach.
Auch Nürnberg-Schreck Petrovic hatte übrigens seine Füße im Spiel, er bereitete den Treffer vor. Die Gastgeber durch die Führung beflügelt und nun mit mehr Offensivdrang. Das zweite Tor wollte aber vor der Pause nicht mehr fallen. Die Hausherren konnten den Schwung aber in Hälfte 2 mitnehmen und kombinierten sich 4 Minuten nach dem Wiederanpfiff nach vorne. Daniel Muteba mit der tollen Übersicht, Tobias Staff sagt Danke und macht das 2:0. Buchbach hatte in der Folge vor den knapp 600 Zuschauern das Spiel auch unter Kontrolle, was wieder einmal der überragenden Defensivarbeit zu verdanken war. Petrovic schaffte es an diesem Abend übrigens nicht mehr, sein persönliches Torkonto aufzustocken, dieser Freistoß noch sein bester Versuch. In der Schlussphase konnten die Gäste nochmal einen Gang höher schalten und drängten auf den Ausgleich. Daniel Maus kann sich in der 70. Minute auszeichnen. Nur 7 Zeigeumdrehungen später der nächste Distanzschuss von David Ismail und dieses Mal schlägt die Kugel ein. Nur noch 2:1. Dieser Treffer gab den Gästen natürlich nochmal Aufschwung, doch der TSV machte das sehr abgeklärt. Dieser abgefälschte Schuss wenige Sekunden vor dem Ende die letzte Prüfung für Maus. Danach war Schluss. Die Buchbacher feiern den nächsten Dreier. Wir standen tief und dann sind wir im Laufe des Spiels immer besser reingekommen ins Spiel und haben ab der 30. die letzte Viertelstunde das Heft in die Hand genommen. Gut gespielt, zweite Halbzeit auch gut nachgelegt, gleich mit 2:0 dann. Von daher denke ich, dass es eine super Leistung von uns war und auch ein verdienter Heimsieg. Wenn man sich keine hundertprozentige Torschance rausspielt, dann ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Und wir sind nicht heute in diesen Bereich reingekommen, wo du dann auch gefährlich wirst. Und deshalb ist es eine Niederlage, die in Ordnung geht. Einsatz und Wille war dem Club nicht abzusprechen. Am Ende konnten sich die Franken aber zu wenig klare Chancen erspielen. Buchbach hinten wie gewohnt sattelfest und vorne immer wieder gefährlich. In der Tabelle bedeutet der Sieg den Sprung auf Rang 6. Lange ist's her, dass der FCA zuletzt siegreich aus einem Duell mit Viktoria Aschaffenburg hervorging. Der letzte Erfolg der bayerischen Schwaben datiert aus dem Jahr 2014. Der Trend der Augsburger U23 zeigte in den vergangenen Wochen aber nach oben. Das macht zwar Mut, allerdings gab das Team von Coach Jochen Seitz in dieser Spielzeit noch kein einziges Heimspiel verloren. Und die in schwarz gekleideten Hausherren hatten in einer von Beginn an munteren Partie auch die erste gute Chance. Gästekeeper Maximilian Engel verhindert den frühen Rückstand für den FCA. Der versteckte sich hier aber keineswegs und hatte im Gegenzug selbst die Möglichkeit in Führung zu gehen. Dorian Chivas mit der dicken Gelegenheit, doch der quasi schon am Boden liegende Max Grün macht sich ganz lang und verhindert den Rückstand. Richtig guter Auftakt in diese Partie. Die Gäste mit leichtem Übergewicht und auch mit der nächsten Chance. Henry Codosso zieht mit einem energischen Antritt in Richtung Tor, die Kugel fällt Markus Müller vor die Füße und der drischt sie rein. Allerdings zählte das Tor nicht, Codosso bei der Vorarbeit mit der Hand dran. Auf der Gegenseite dann auch wieder mal eine gefährliche Aktion der Aschaffenburger, Engel aber erneut zur Stelle. Wenig später haben die Hausherren dann erneut Probleme hinten raus zu spielen, Augsburg mit aggressivem Pressing und der Balleroberung. Dann geht's ganz schnell nach vorne und Müller macht das Tor. 1:0 für Augsburg in der 40. Minute. Das war dann auch der Pausenstand, verdiente Führung für die Gäste. Doch die verschliefen dann den Wiederanpfiff. In der 49. Minute können die Augsburger nicht ausreichend klären, Elias Niesig fackelt nicht lange und knallt das Leder ins lange Eck. Der Ausgleich. Und der tat der Viktoria richtig gut. Aschaffenburg nun deutlich besser drin in der Begegnung, da hat Jochen Seitz in der Kabine offenbar die richtigen Worte gefunden. Nach einem schönen Spielzug in der 55. Minute hat Benedikt Laverty die Möglichkeit auf die Führung, aus aussichtsreicher Position verzieht er allerdings. 5 Minuten später geht der nächste Abschluss der Gastgeber knapp vorbei. Der Druck auf die Hintermannschaft der Augsburger nahm minütlich zu. Nächste Chance in der 71. Minute. Nach einer Ecke segelt der zweite Ball in den Strafraum, wird von Niesig verlängert und landet im Netz. 2:1 für Aschaffenburg. Dieser Treffer hatte sich angedeutet. Die letzten 20 Minuten verliefen dann relativ ereignisarm. Die Schlussoffensive der Augsburger blieb aus und so dürfen sich die Aschaffenburger über den nächsten Heimsieg vor den heute rund 850 Zuschauern im Stadion am Schönbusch freuen. Erste Halbzeit war Augsburg die bessere Mannschaft und zweite Halbzeit haben wir extrem viel Druck auf den Ball ausgeübt, haben dann auch Chancen wirklich en masse gehabt, hätten eigentlich schon früher in Führung gehen können. Aber ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft.
das, was sie in der zweiten Halbzeit geleistet hat, das hätte ich so in dieser Art und Weise nicht gedacht. Die Durststrecke des FCA gegen Aschaffenburg geht also weiter. Viktoria hingegen bleibt zu Hause ungeschlagen. Der Meister ist bis dato noch auf Formsuche in dieser Saison. Nach durchaus schon starken Vorstellungen folgten zuletzt 3 Partien ohne Sieg für den FC Schweinfurt, wie gewohnt in Grün und Weiß. Genau das will der SV Heimstetten, der ohnehin eine ziemlich ausgeglichene Bilanz gegen die Schnüdler aufweisen kann, ausnutzen. Doch die Hausherren kamen vor den 560 Zuschauern mit mächtig Feuer aus der Kabine. Die Ansage von Coach Tobias Strobel vor der Partie unmissverständlich. Es zählen heute nur 3 Punkte. Und nach 6 Minuten bringt Florian Pieper nach Pass von Adam Schabiri die Unterfranken auf Kurs. Und weiter nur die Gastgeber. 17. Minute, da muss Daniel Adlung eigentlich das 2:0 machen. Das Leder geht aber knapp vorbei. Doch 5 Minuten später macht es der Ex-Profi besser. In einer Ecke kommt er an die Kugel und diesmal versenkt er sie im Tor. 2:0. Der SVH bis hierhin mehr oder minder überfahren. Erst nach genau einer halben Stunde mal das erste Lebenszeichen der Gäste durch Kapitän Lukas Riglewski. Schweinfurt aber weiter klar Chef im Ring und mit einem Torjäger, der hier als Vorbereiter glänzte. Wieder bedient Schabiri Pieper und der macht sein zweites Tor in der 39. Minute. Schabiri hier an allen 3 Toren beteiligt. Trotz des Doppelpacks von Pieper sicherlich Schabiri, bisher der auffälligste Spieler in der ersten Hälfte im Sackstadion. Allerdings nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Problem wie bisher bei fast allen Schnüdelheimspielen. Die Leistung im zweiten Durchgang fiel ab. Und so wären die Gäste durch Stefan Reuter nach 48 Minuten fast zum ersten Treffer gekommen. Nach vorne ging jetzt nicht mehr gar so viel bei den Hausherren. Zweimal tritt Adlung zu einem Freistoß an, aber jeweils kein Problem für Heimstettens Torwart Maxi Riedmüller. Bisher der Meister ja noch in keinem Spiel ohne Gegentor. Und auch hier wackelte das 2:0 in der 65. Minute bedenklich, gerade noch geklärt auf der Linie. Damit hatten dann aber auch die Gäste ihr Pulver verschossen. Die Partie verflachte bis zur 80. Minute, in der Meres Kenderovic dann aber alle wieder aufweckt mit einem Pfostenschuss. Und dann war es nochmal der Montenegriner, der in der Nachspielzeit zur Stelle ist und zum 4:0 Endstand trifft. Letztlich also ein ungefährdeter Sieg für die Hausherren und zum ersten Mal in dieser Saison 2:0. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir heute 2:0 gespielt haben. Das war jetzt auch das erste Mal. Und natürlich freut man sich dann, wenn man so eine Leistung bringt und dann noch 2 Tore schießen darf. Und ja, so kann es weitergehen. Ja, ich denke, dass wir uns über eine sehr, sehr lange Zeit relativ schwer getan haben, die langen Bälle auf Schabiri zu verteidigen. Haben auch Probleme im Spielaufbau gehabt, hatten Probleme mit dem aggressiven Anlaufen des Gegners. Wir hatten uns stand nach wenigen Minuten schon 1:0. Trotz allem hatten wir immer irgendwie einen Fuß in der Tür. Das heißt, wir hätten zu jeder Zeit auch ein Tor schießen können, hatten unsere Torchancen. Die haben wir letztendlich nicht genutzt. Der Gegner hat sie eiskalt genutzt. Schweinfurt kehrt also zurück in die Erfolgsspur und wird sich insgesamt auch über den Bayern-Patzer freuen. Somit schmilzt der Rückstand auf die Spitze. Heimstetten zwar bemüht, im Endeffekt aber vorne an diesem Abend zu harmlos. Es läuft nicht so richtig rund für den TSV 1860 Rosenheim. 3 Ligapleiten in Serie, darunter die 5:1-Klatsche gegen Eltersdorf vom vergangenen Wochenende. Und auch im Toto-Pokal sind die Rosenheimer nur mit Ach und Krach gegen den Landesligisten Bruckmühl weitergekommen. Und dann kommen heute die Eichstätter ins Jahnstadion, gegen die konnte der in Rot gekleidete TSV seit 7 Spielen nicht mehr gewinnen. Keine guten Voraussetzungen also, doch den Hausherren war die Wichtigkeit dieser Partie offenbar bewusst. Denn Rosenheim von Beginn an druckvoll und nach diesem Foul an Sascha Marinkovic im Strafraum mit der Chance vom Punkt aus in Führung zu gehen. Daniel Majdančević übernimmt die Verantwortung und verlädt Felix Junghahn. 1:0 Rosenheim nach gerade einmal 8 Minuten. Die favorisierten Eichstätter also gefordert und auch um eine Antwort bemüht. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß ist Tobias Stoßberger allein vom Tor, Thomas Wimmer reagiert überragend. Doch es war keineswegs so, als hätten die Gäste jetzt das Kommando übernommen. Der Underdog aus Rosenheim spielte mutig und ansehnlich nach vorne. Marinkovic legt sehenswert mit der Hacke auf Laurin De Molli und der trifft aus Spitzenwinkel zum 2:0. Dieser Treffer schockte die Gäste sichtlich. Vom leichten Aufbäumen nach dem 1:0 war nichts mehr zu sehen. Rosenheim kontrollierte die Partie und hätte nach knapp einer halben Stunde sogar noch einen drauflegen können. Marinkovic verpasst die Hereingabe knapp.
Bis zur Pause passierte dann nicht mehr viel. Überraschend, aber verdient, führt Rosenheim nach 45 Minuten mit 2:0 vor den 230 Fans im Jahnstadion. Nach dem Wiederanpfiff die nächste Gelegenheit für Rosenheim. Leo Benz steht das Lattenkreuz im Weg. Das wäre ein richtig schöner Treffer gewesen und hätte Rosenheim gut getan, denn in der Folge nahm der Druck der Gäste minütlich zu. Wimmer kann mit einem überragenden Reflex den Einschlag verhindern. Aus Eichstätters Sicht muss der aber drin sein. In der 71. Minute kommt der gerade eingewechselte Fabian Neumeier an die Kugel. Von rechts wird der Stürmer angespielt und erzielt mit seiner ersten Aktion per Hackentraumtor den Anschlusstreffer. Der VfB warf nun alles nach vorne, das bot den Hausherren Raum zum Kontern. Kurz vor dem Ende verpassten die Rosenheimer aber die Entscheidung. Und so war nochmal Zittern angesagt. Freistoß in der 90. Minute und dann fällt tatsächlich noch der Ausgleich. Markus Waffler trifft per Kopf zum umjubelten 2:2. Last-Minute-Punktgewinn also für Eichstätt. Am Samstag haben wir in der 93. ein Tor gekriegt und Punkt verloren. Heute haben wir in der Nachspielzeit eins gemacht, einen gewonnen. Ja, manchmal gleicht es im Fußball dann aus. Man muss aufgrund der Chancenverhältnisse schon hergehen und muss sagen, dass das 2:2 dann zum Schluss, glaube ich, in Ordnung geht. Und kann mit dem Ergebnis auch umgehen. Extrem bitter natürlich für Rosenheim. Der TSV zeigte über weite Strecken eine tolle Leistung und war ganz nah dran am zweiten Saisonsieg. Durch den späten Ausgleich bleibt die Truppe von Florian Heller aber im Tabellenkeller. Nach 4 Siegen in Serie ist die Welt bei der Spielvereinigung Unterhaching langsam aber sicher wieder in Ordnung. Vor dem mit Spannung erwarteten Gigantenduell mit dem FC Bayern München 2 am Freitag stand für die Truppe von Sandro Wagner, der noch auf den frisch verpflichteten Neuzugang Simon Skalatidis verzichtete, jedoch erst einmal noch die Pflichtaufgabe FC Memmingen an. Die Allgäuer zuletzt auch mit 2 Siegen in Folge, jedoch in 12 Duellen seit 1985 ohne Sieg gegen die Münchner Vorstädter. Und sie taten auch von Beginn an alles dafür, dass das auch so bleibt. Bereits in der 9. Minute serviert Timo Hirschle Christoph Ehlich den Ball auf dem Silbertablett und der grätscht den Ball vor Keeper Mustafa Özitay ins Tor zum 1:0. Die frühe Führung gab den Gastgebern, die nach dem Last-Minute-Dreier in Eichstätt ohnehin vor Selbstbewusstsein nur so strotzen, einen noch größeren Push. Memmingen dagegen in der Anfangsphase völlig überfordert und mit Glück, dass Stefan Hein das Leder hier nur an den Querbalken setzt. Auch bei der nächsten Aktion stand der Routinier erneut im Mittelpunkt. Klares Foul da von Nikolai Brugger und den fälligen Strafstoß verwandelt Patrick Hopsch schnörkellos zum 2:0 in der 21. Minute. 5. Saisontor bereits für den Neuzugang aus Lübeck, der nach leichten Anlaufschwierigkeiten immer besser in die Spur findet. Aber auch sein kongenialer Sturmpartner Hein steht ihm in nichts nach. 6 Minuten später buxiert er die Maßflanke von Kapitän Markus Schwabel mit Hilfe des Innenpfostens in die Maschen zum 3:0. Das geht für Regionalliga-Verhältnisse allerdings viel zu einfach. Die 1400 Zuschauer im Sportpark begeistert von der Gala-Vorstellung ihrer wie entfesselt aufspielenden Mannschaft. Und kurz vor der Pause dann noch einmal dieselbe Kombination. Wieder Flanke Schwabel, wieder Kopfball Hein. Mit dem 4:0 nach 43 Minuten war die Partie schon zur Halbzeit quasi entschieden. Nicht zuletzt deshalb ließ Wagner mit Hein, Manuel Stiefler und David Pizot 3 erfahrene Akteure in der Kabine. Das Geschehen fortan deutlich ausgeglichener, dennoch das 1:4 in der 54. Minute eher ein Zufallsprodukt. David Remiger weiß da wohl selbst nicht genau, ob er flanken oder aufs Tor schießen wollte. An den Kräfteverhältnissen sollte allerdings auch der vorläufige Ehrentreffer nichts ändern. Haching weiter die etwas bessere Mannschaft und zum zweiten Mal mit Pech im Abschluss bei diesem Freistoß von Boipelo Mashigo nach gut einer Stunde. Bemerkenswert aber zumindest die Moral der Gäste, die sich trotz des aussichtslosen Rückstands in Halbzeit 2 ganz anders präsentierten als noch im ersten Durchgang und nun ihrerseits in Person von Hasan Akçakaya Aluminium trafen. Kurz vor Schluss betrieb Pascal Meyer, der vor dem herauslaufenden Alex Weidinger an den Ball kommt und dann nur noch einschieben muss, mit dem 2:4 noch etwas Ergebniskosmetik. Wenigstens in einer Statistik erarbeitete sich Memmingen dann noch ein Unentschieden. Nico Fundel mit Lattentreffer Nummer 4 in dieser Partie, 2 auf jeder Seite. Ansonsten aber natürlich ein in allen Belangen hochverdienter Sieg für Unterhaching. Ich bin nach dem Spiel sehr enttäuscht was ich habe gesehen, erste Halbzeit von meiner Mannschaft. So spielen wir nicht Fußball in der Regionalliga und das haben wir schon in der Halbzeit richtige Worte an die Mannschaft eingerichtet und ich hoffe, dass sie aus diesem Spiel ziehen die Lehre
für die Zukunft. Die erste Halbzeit war sehr, sehr gut, beziehungsweise war gut, ist sehr, sehr gut, nämlich zurück, weil nicht, dass sie das sehen und feiern sich jetzt, sondern es war gut, immer noch viel Luft nach oben, aber zweite Halbzeit ist ein Knick reingekommen, klar, wir haben drei Achsenspieler runtergenommen und so weit sind wir noch, anscheinend noch nicht, dass wir, wenn wir Hein, Pissot und Stiefler runternehmen, dass es weitergeht, aber grundsätzlich war es ein guter Abend, haben jetzt 5 Siege in Folge und kommen so langsam in Fahrt. Und das genau zum richtigen Zeitpunkt, denn am Freitag geht's ins Grünwalder zum Derby gegen Tabellenführer Bayern 2. Wie gewohnt jetzt noch die Spieltagsübersicht. Bayreuth nach Rückstand doch noch souverän. Die große Überraschung des Spieltags in Schalding, wo die Bayern erstmals als Verlierer vom Platz gehen. Illertissen, Albstadt und Burghausen feiern Auswärtssiege. Ansonsten bleiben die Punkte hauptsächlich im heimischen Stadion. Buchbach und Aschaffenburg gewinnen jeweils knapp, Schweinfurt dagegen klar. Rosenheim gibt eine 2:0-Führung gegen Eichstätt noch weg und die Spielvereinigung Unterhaching bleibt in der Erfolgsspur. 5. Sieg in Folge. Das heißt für die Tabelle, dass vorne alles enger zusammenrückt. Bayreuth hat ja zudem auch noch ein Spiel in der Hinterhand. Etwas überraschend mit dabei im Pulk der Spitzenteams der TSV Buchbach, der bis dato eine bärenstarke Saison spielt. Eichstätt ist etwas abgerutscht, Illertissen dagegen geklettert. Und auch Albstadt ist jetzt in der ersten Tabellenhälfte angekommen. Dafür wurde Pipinsried mittlerweile durchgereicht auf Platz 11. Den größten Sprung im Keller macht Schalding durch den Last-Minute-Coup gegen die Bayern. Auf den Relegationsrängen nun Heimstetten und Rosenheim. Direkt absteigen müssten aktuell Eltersdorf, Fürth und Rhein. Die beiden Letztgenannten warten immer noch auf den ersten Saisonsieg. Die nächste Chance dazu gibt's am 9. Spieltag am Freitag und Samstag. Das nächste Magazin dann wieder am Sonntag.